kaum 2 Minuten, fertig ist eine neue Karosserie. Hier im VW-Werk Kaluga südlich von Moskau werden seit fast 9 Jahren deutsche Autos gebaut. 5000 Mitarbeiter haben ihren Job hier. Und sie schätzen ihren Arbeitgeber. Bisher läuft alles ganz gut. Wir haben ein Sozialpaket und eine Krankenversicherung. Alles bestens. Aber während die Schweißroboter in Kaluga noch weiterhin fleißig sind, steckt der Konzern in Russland tief in der Krise. Über die letzten 2 Jahre hat Volkswagen hier 45% weniger Autos verkauft, ein herber Verlust. Statt in 3 wird seit dem vergangenen Frühjahr nur noch in 2 Schichten gearbeitet. Grund für die Krise ist der Verfall des Rubels, der niedrige Ölpreis und die hohe Inflation in Russland. Nur wenige haben gerade Geld für ein neues Auto. Markus Osegovic, Chef von VW Russland, rechnet deswegen mit einer längeren Durststrecke. Wenn man so mal die Masse der Kommentare liest und der Ökonomen hört, dann ist es natürlich ein Thema, was nicht nächstes Jahr gelöst sein wird oder in 2016 oder 2017. Also wir stellen uns schon eher auf 2, 3 magere Jahre ein. In russischen Autohäusern herrscht im Moment gähnende Leere, ungewöhnlich für das autobegeisterte Land. Die wenigen Kunden sehen die Krise pragmatisch. Ich muss schon Abstriche machen beim Kauf eines Neuwagens. Naja, Krise hin oder her. Mit irgendwas muss ich halt fahren. Die Autos werden alt. Was soll man machen? Während einige Autobauer wie General Motors ihre Produktion in Russland komplett einstellen, investiert VW weiter in Kaluga. Erst Ende des vorigen Jahres wurde ein neues Motorenwerk hier eröffnet für 250 Millionen Euro. Ein Wagnis in der Krisenzeit.